Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir spielen ein neues Indie-Game und zwar spielen wir Spectator. Das ist auch schon eine ganze Weile draußen, vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gesehen. Haben viele schon gespielt. Ich habe trotzdem noch einen Key bekommen über Keymailer. Und ja, wir springen direkt mal in die Handlung rein und spielen den ersten Tag. Ich habe schon mal so ein bisschen angefangen, aber wie ihr seht, habe ich den ersten Tag noch nicht geschafft. Und zwar sind wir ein, ich weiß nicht, wie nennt man das, Security... I don't know. Und wir gucken durch Überwachungskameras und müssen Anomalien melden. Ich habe damals schon mal die Demo gespielt, aber ich glaube, die habe ich nicht auf meinem Channel. Und es gibt jetzt eine deutsche Übersetzung, was es früher auch nicht gab. Sagte sie, und es ist auf Englisch. Wir müssen den Computer benutzen, um unseren Job zu machen. Essen und alles, was merkwürdig ist, sollen wir melden. Hier können wir nicht raus. Wir haben hier noch ein sehr gruselig aussehendes Bad. Wunderschön. Ansonsten ist das alles sehr spartanisch eingerichtet. Also, ja. Und wir fangen einfach an. Das Einzige, womit wir interagieren können, ist hier der Monitor. Und ja, das Erste, was wir haben, ist Level 0. Wir sollen alle Anomalien reporten, also mitteilen. Bis 6 Uhr geht das Ganze und wir haben, das sind die ganzen Anomalien, die wir haben können. Die Bilder können sich verändern, es kann Blut da sein, die Türen können sich öffnen oder schließen. Das Licht kann falsch sein, es gibt zusätzliche Objekte. Es gibt Objekte, die sich in der Größe ändern. Andere, wie zum Beispiel Leute, die da stehen oder sonst irgendwas. Die Kameras können ausfallen, es können Gegenstände verschwinden und sich bewegen. So. Wir gucken uns alles genau an. Wir behalten alles im Auge. Jedes kleinste Detail ist wichtig. Und wir gucken einmal über die ganzen Räume rüber, damit wir einen Überblick haben, was hier so los ist. Es ist auch so wie diese kleinen Tassen oder hier oder so. Die Tassen können sich drehen, die Tasse kann größer werden und so weiter und so fort. Da muss man ein Auge drauf haben. Es ist ein sehr ruhiges Game. Und ich spiele zwischendurch immer mal ganz gerne. Irgendwie, ich weiß nicht. Ich zocke halt meistens, wenn ich irgendwie zu Abend esse oder so, dann zocke ich meistens irgendwas, was ich halt mit einer Hand spielen kann. Und das bietet sich sowas hier halt an. So, wir gucken mal ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob die Kaffeekanne die ganze Zeit schon so klein war, aber ich glaube ja. Hier oben sehen wir übrigens den Ausschlag, wie viele Anomalien hier gerade aktiv sind. Je schneller diese Linie wird, desto mehr Anomalien sind hier. Und jetzt sind wir gerade, die ist gerade, glaube ich, ein bisschen hochgesprungen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und wenn es zu viele Anomalien sind, dann haben wir verloren. Wir gucken uns hier fleißig weiter um. Ich habe bisher noch keinen Run geschafft. Okay, hier ist eine Wand. Da war vorher keine, das müsste andere sein. Jetzt warten wir einen Augenblick, kann man eben hier bleiben. Normalerweise können wir weiter skippen. Keine Anomalie? Was ist denn das dann? Öffnen, schließen vielleicht. Das ist übrigens hier, seht ihr jetzt ist es auf Deutsch, ne? Auch wenn das vorherige alles nicht übersetzt ist. Was ist denn das? Das ist eine zusätzliche Wand. Kannst du mir nicht erzählen. Na komm. Auch nicht. Größe ändern vielleicht? Ich weiß nicht, worunter das zählt. Das kostet jetzt natürlich ein bisschen Zeit. Ah, okay, Größe ändern, weil die Raumgröße sich verändert hat. Okay, hier, da. Da war nicht der Durchgang, den ich meinte. Hier sehe ich nichts. Der sieht aus wie aus Attack on Titans. Attack of Titans? Oh Gott, wie heißt denn das nochmal? Attack on Titans heißt das, ne? Der Anime. Unsere Kamera ist ausgefallen. Das ganze System ist ausgefallen. Es dauert erst ein Weilchen. Und nimmt uns Zeit weg. Das ist der einzige Zweck dieses Teils. So, hier ist da ist Blut an der Wand. Das ist ganz cool, wir haben jetzt relativ offensichtliche. Ich habe vorhin schon mal eine Runde gespielt und da waren die nicht so offensichtlich. Da war das sehr schwer, was zu finden. Ist gerade sehr gnädig alles. Noch. Hier ist alles gut, ist jetzt 1 Uhr. Das heißt, die erste Stunde haben wir geschafft. Bis 6 Uhr müssen wir. Und die Anomalien werden natürlich immer mehr. Wenn ihr was seht, was ich... War das eine Kamerafehlfunktion?
Ich glaube nicht. Wenn ihr etwas seht, was ich nicht sehe, ne, packt mir gerne einen Timestamp unten in die Kommentare und schreibt mir, wo ihr was gesehen habt. Okay, ich dachte, die Tasse hätte sich bewegt. Hat sie aber nicht. Ich glaube, es gibt übrigens keine Bestrafung, wenn man, wenn man was Falsches reportet. Aber es kostet einem natürlich Zeit, weil der Report dauert ja eine Weile. Wenn man dann was findet, was dann doch offensichtlich ist, dann hat man vielleicht verloren, wenn man vorher random irgendwas geklickt hat. Okay. Aktuell sehe ich nichts. Oh, das ist aber... Die ist aber riesig geworden. Ich frage mich halt, was die machen, wenn die Anomalie beheben. Rennt da jemand hin und stellt das wieder um, oder was passiert da? War hier die ganze Zeit schon eine Lücke? Ich bin nicht sicher. Da war die ganze Zeit schon eine Lücke, na gut. Das Gefühl, hier ist irgendwas anders. Ich glaube, das bilde ich mir ein. Irgendwann spielen einem die Augen halt auch Streiche. Beziehungsweise das Gedächtnis. Nee. Wir sind aber auch ganz gut dabei. Das ist eine Kamerafunktion. Ich warte mal gerne so ein bisschen, weil ich hoffe mal drauf, dass da irgendwo noch ein Jumpscare kommt oder so. Ich weiß nicht, ob es Jumpscares in diesem Game gibt. Deswegen warte ich mal so ein bisschen ab, auch wenn wir schon weitergehen könnten. Aktuell sehe ich nichts. Falls ihr was seht, ne, lasst es mich wissen. Die haben sich bewegt, oder? Waren die nicht vorher gestapelt? Ist jetzt 2 Uhr, glaube ich. Aha, okay, die waren hier vorne irgendwo oder gar nicht. Doch, hier vorne. Hier fehlten die, glaube ich, eben. Okay. Das ist alles okay. Was das hier auch für eine Einrichtung ist, ne? Was ist das hier für ein Raum? Mit der halb geöffneten Tür die ganze Zeit. Und warum beleuchtet das hier nichts? Oh, Kamerafehlfunktion. Ich warte hier nochmal. Kein Jumpscare für uns, schade. Okay, weiter geht's. Warte mal. Da fehlt ein Topf. Da waren vorher noch 2. Wusste ich's doch. Es können übrigens auch, ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, aber ich weiß, dass in einem sehr ähnlichen Game auch ganze Kameras zum Beispiel fehlen können. Das würde mir wahrscheinlich nie auffallen, wenn hier zwischendurch einfach ein Raum fehlt. Aber ich glaube, wir haben alle beisammen. Oh, das ist ein Fenster. Was ist denn das? Ist das Monitorzeichnung oder andere? Ich probiere mal Monitorzeichnung, weil ich glaube eher, das ist andere. Ja, dann müsste es das hier sein. Auch nicht. Was ist denn das dann? Zusätzliches Objekt vielleicht, weil Fenster. Ah ja, okay. Wir sind relativ gut dabei. Ein paar Anomalien müssen im Umlauf sein. Ich glaube, eine oder zwei oder so. Hier oben fehlt irgendwas, oder? Ich glaube, das hier oben war vollgepackter. Warte ich mal ganz kurz hier.
Nee. Hat sich irgendwas bewegt? Da war doch mehr, oder? Nee. Vielleicht bilde ich mir das ein. Hier fehlt eine Kiste. Oder? Waren hier zwei? Stelle ich alles in Frage, was ich sehe. Ja, waren zwei. Okay. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Sieht alles gut aus. Ah, das Bild. Das ist auffällig. Jo, andere. Gibt der uns einen Jumpscare? Nö. Oh nein. Das System ist schon wieder ausgefallen. Was ist denn das für ein Sicherheitssystem? Ich sehe nichts, sagt da, hier. Monitorzeichnung. Habe ich das richtig angeklickt? Bin gerade nicht ganz sicher. Yep. Es ist schon 4. 2 Stunden noch, dann haben wir es. Also es ist gleich 4. Jetzt. Es müsste mindestens ein im Umlauf sein. Ich sehe allerdings nichts. Und das hier schon immer zwei? Ich habe von rechts ein Atmen vernommen. Ich habe von rechts ein Atmen vernommen? Nicht? Nö. Okay. Dann nicht. Jo, was ist denn das andere? Ist gruselig da unten drunter einfach. Die Türen, zusätzliches Objekt. Öffnen, öffnen, schließen. Zusätzliches Objekt. Hä? Warum ist das kein Öffnen, schließen? Das ist doch die Tür, oder nicht? Ich meine, klar, das ist ein Zelt, aber was ist denn das dann? Bewegung? Auch nicht. Hä, aber was ist denn das? Zusätzliches Objekt ist es nicht, Bewegung ist es nicht, andere ist es nicht, öffnen, schließen ist es nicht. Größe ändern vielleicht. Hä, was bleibt denn noch? Habe ich andere schon gehabt? Ich weiß, ich habe öffnen, schließen gehabt, ich habe Größe ändern gehabt, Bewegung und zusätzliches Objekt. Machen wir jetzt andere. Ich weiß nicht, was das sein soll. Oh Gott, da ist eine viele Anomalie. Hier ist eine Licht. Das war, glaube ich, nicht so, ne? Ist das eine Lichtanomalie? Ah, okay, andere war's. Hä? Keine Lichtanomalie? War das schon immer so hier? Das sieht so weird aus. Ich mache hier noch mal kurz andere. Irgendwas ist da anders. Hier ist Blut. Nehmen wir das erstmal mit und lassen wir das andere erstmal gut sein. Vielleicht ist da wirklich nichts anderes. Nicht mal mehr 1 Stunde noch. Komm schon. Das kriegen wir hin.
Da war eine Lichtanomalie. Doch, die waren die ganze Zeit schon da. Okay, die haben wir. Da schwebt ein Sofa. Sie sehen, sehen Sie nichts? Ah, oh Gott, Kamera auf Funktion. Ich finde das Geräusch mal voll eklig, wenn die Kamera halt nicht funktioniert. Sehr gut. Nicht mal mehr eine halbe Stunde. Das wird was. Ah ne, das war alles da. Ich dachte gerade, da fehlt was auf den Kisten. Das sieht alles gut aus. Das sieht auch alles soweit gut aus. Komm, eine Viertelstunde noch. Viertelstunde. 10 Minuten, knapp 10 Minuten, etwas mehr. Ich sehe nichts mehr, ne? Kriegen wir nichts Neues mehr, weil wir so kurz vor Ende sind? Ich glaube, wir könnten die Zeit jetzt einfach auslaufen lassen, aber ich möchte trotzdem ein bisschen hochgucken. Ja, 2 Minuten noch. Yay, deine Schicht ist beendet. Du hast gewonnen. 21 Anomalien haben wir gefunden. Wunderbar. Okay, wir werden jetzt direkt ins nächste Level geschmissen. Denke ich. Ah ne, gar nicht. Huch, wir haben eine Küche und alles. Was haben wir hier? Achso, das ist nur unsere Anleitung. Die haben wir am Anfang schon gelesen. Mich erstmal kurz um, würde ich sagen. Mhm. Okay, das ist das Schlafzimmer. Hier könnten wir jetzt weiterarbeiten. Da können wir nicht rein. Wir sollten ja irgendwie essen, hieß es, ne? Da können wir essen. Ah, das sieht ja lecker aus. Hübsch. Haben wir das jetzt gegessen? Ja. Was machen wir hier? Keine Ahnung. Können wir reingucken? Okay. Dann gucken wir einmal hier. Herzlichen Glückwunsch, du wurdest ausgewählt, um weiter in unserer Einrichtung zu arbeiten. Fühle dich bitte wohl, da der Raum, in dem du dich gerade befindest, bis zur Beendigung deines Vertrages dein Arbeitsplatz sein wird. Danke und denke daran, niemand weiß, dass du hier bist. Cool. Nett. Was ist das? Okay, können wir nichts weiter machen. Können wir anscheinend nicht aufmachen. Dann hätten wir jetzt unseren nächsten Arbeitstag, würde ich sagen. Ja, das ist das nächste Level. Aber wir machen hier erstmal einen kleinen Cut. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die anderen Level auch sehen wollt. Und ja, bis dann wünsche ich euch einen schönen Tag, warum ihr dieses Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!